Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone. Dieses Mal kein Ranked. Yay, endlich mal wieder Naxxramas. Muss mal wieder sein. Ja, es ist schön am Mittag. Kann man mal eine Runde aufnehmen. Und ich habe endlich mal Zeit, das überhaupt zu tun. Und ich lasse mir heroisch für bis ganz zum Ende einfach jetzt übrig. Und mache vorher erstmal alle normalen Herausforderungen und dann die Klassenherausforderungen. So habe ich mir das geplant und so werde ich es tun. Also denn? Auch ins Seuchenviertel. Wenn es denn öffnen würde. Was es jetzt tut. Und unser erster Gegner ist... Der Kampf gegen Not wird kein leichter sein. Ihr wisst ja, Not kennt kein Gebot. Wow, das Pun. Und wir bekommen den Steinhaut-Golem. Gargoyle. Golem? Steinhaut-Gargoyle. Gottes Willen. Not oder Noth? Ich glaube, wir haben ihn nur Noth genannt. Naja. Not ist der unbeschrittene Meister des Untodes. Ja, Untod, okay. Für seine Abscheulichkeit, für seine abscheulichen Kreationen sind ihm Diener jeder Art von Nutzen. Ah, okay. Tod erwecken. Passive Heldenfähigkeiten. Oh, es gibt passive Heldenfähigkeiten. Interessant. Oh, er bekommt immer ein Skelett. Okay. Gut zu wissen. Was gibt's hier überhaupt? Lorehelm, Schlägspucker und Instabilagul. Karten, die im Kriegerdeck echt interessant gut sind. Na dann, auf geht's. Und warum nicht direkt mit dem Krieger? Oh, Mr. Bigglesworth. Hm, schummriges Licht. Garrosh gegen Not! Den Seuchenfürsten! Noch eine Seele für meine Sammlung. Sieg oder Tod? Seelen. Ah, lecker, lecker, lecker. Aber ich bin jetzt verwirrt. Wir haben ihn ja früher Noth genannt. Kel'Thuzza hat ihn in Not. Und der Gast hat ihn in Not. Verwirrung pur. Grüße. Sterbt, Eindringling. Na, das ist mal eine direkte Ansage. Ach, er spielt hier die Ghule. Ach, wie nett. Besiegt sich also selber. Ach. Bauen wir erstmal auf. Magiergeheimnis. Lass mich raten, wenn ich angreife, wird es zerbröseln. Es wird so oder so ähnlich laufen. Kennt man doch. Oh, du bist hier. Oh, das ist ja interessant. Bringt eure Toten. Nope. Warte, was? Ach, da hat der Todesröchel drauf. Oh, wie mies. Ja, was machen wir da am besten, ne? Ja, doch. Meine Klinge ist durstig. Mach mal so. Das ist die beste Alternative, die man machen kann.
was wir machen. Kacke. Das ist unschön. Vielleicht kriege ich ja einen Schildschlag. Nope. Ah, da werde ich es direkt mal ausnutzen. Lass die Schmerzen, ich schlage zu. Zieh direkt mal eine Karte. Erhebt euch, Soldaten! Erhebt euch und kämpft erneut! Ah, nein. Ich werde es ihnen zeigen! Ich werde es ihnen allen zeigen! Hey, Professor. Der Professor ist ein guter Freund. Ah, oh, Alexstrasza. Das dürfte lustig werden. Rüstung, die passt. Und den wollen wir nicht haben. Mehr Schmerzen. Wo kommt das Geheimnis her? Ach. Sterbt. Das ist nett. Das sind ein paar Skelette. Und ich merke gerade, ich habe total Scheiß gebaut. Egal. Ach, ein Ghoul. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Ah. Ach, Gegenzauber, ist das dein Ernst? Also mir geht er momentan ein bisschen auf den Nerv. Lass die Schmerzen sprechen. Folgt mir ins Grab. Tretet bei oder sterbt. Oder beides. Ha. Sehr schön, sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, das ist eine sehr schöne Kombination, die ich machen kann. Versucht es hiermit! Schlucht da, Ogre! Lock. Ah, meine schöne Waffe. Was wir machen. Folgt mir ins Grab. Na. Ja. Bye bye. Ich bringe Leben. Gefällt euch das? Luchter, Ogre! So, das Spiel ist gelaufen. Lass die Schmerzen sprechen. Lass die Schmerzen sprechen. Gut gespielt. Sterbt, Eindringling.
Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Zurück an die Arbeit! Ich werde um euch... Er hat einen Eisblock. Ach, komm. Feiger Magier. Oh Mann. Ja, das war's. Eieiei. Ja, Angriff und Tod. Er wollte doch nur helfen, wo Not am Mann war. Alter, ey, Keltosat. Flachwitze. Die sind nicht angebracht. Heigan hat mir eine Nachricht geschickt. Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Karten ausspielt. Okay. Heigan hat die Böden und Mauern von Axramas mit einer Unzahl von Fallen ausgestattet, die er jederzeit auslösen kann. Ist mir niemals aufgefallen. Eruption fügt den feindlichen Diener, der sich ganz links befindet, 2 Schaden zu. Kann man ausnutzen. Kann man definitiv ausnutzen, ja. Blas die Kerzen aus. Blas die Kerzen aus. Garrosh gegen Heigan den Unreinen. Ihr denkt, ihr seid in Sicherheit? Sieg oder Tod. Grüße. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Warum ruft ihr? Ach, wie schön. Ein Leerwandler. Die Münze? Euer Tod wird oh, der Teufelswache. Ich würde sagen, weg damit. Look da, Ogre! Oh, er spielt nichts aus. Ich auch nicht. Ich hab nichts. Wow, was? Ich komme aus der Leere. Das oben, verdammt, das ist cool. Oh, ein Leerrufer. Aha. Mach mal den mal putt. Deswegen zu beschwören. Nope. Nicht gut. Ach du Kacke. Muss das sein? Autsch.
Mist. Großer Mist. Rüstung, die passt. Ich komme aus der Leere. Tanzt, ihr Narren! Einer wurde von seiner Fähigkeit immer getroffen. Ich kann ihn vernichten. Ah, oh, Spalten. Oha, er hat einen Schlamm. Nicht gut. Nicht gut für mich. So, wie spielt man das jetzt am besten runter? Lass die Schmerzen sprechen. Zurück an die Arbeit! Und dann Ben. Es wäre lustig, wenn er Jaraxxus hätte. Ach du meine Güte. Oh. Ja, super. Zwölf Leben. Das ist gerade extrem uncool. Versuch das hier. Kein Problem. Au. Mach mal den weg. Hauen den noch da. Und spielen den noch da und greifen einfach an. Yay, der Wandler. Ich würde sagen, Schildblock an. Und die feurige Kriegsaxt. Damit angreifen. Ihn noch waffen und Angriff und Angriff und Angriff und Schild. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. GG. Ich bringe Leben. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Yay. Ich brodle vor Wut. Aber du bist ein Licht und Licht sind Eis. Oder Schatten. Und den instabilen Ghoul. Yay.
eine der besten Karten aus Naxxramas. Wenn ihr euch auch nur in die Nähe von Loatep begebt, wird euer Fleisch beginnen zu verrotten. Ich würde also eine Nahkampfklasse empfehlen. Ha. Loatep ist eine grässliche Erinnerung an die Auswirkungen, die die Seuche auf Azeroths Fauna hatte. Komischer Riese, der verflucht wurde oder vergiftet. Ich mag mich gar nicht an den östlichen Königreich erinnern. Das war überall mit Pilzen voll ekelhaft. Und seine Fähigkeit ist nekrotische Aura, fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Quasi Jäger mit einem Schaden mehr oder ein Schattenpriester auf voller Stärke. Und was nimmt man gegen etwas, was aus den Pestländern kommt? Ein Baladin. Kein Krieger, ein Baladin. Denn der Baladin kommt aus den Pestländern weg. Uta gegen Loatep. Der kann sprechen? Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich weiß nicht, was man gegen den haben sollte auf dem Feld. Ich grüße euch. Ihr verschwendet eure Worte. Was ist das für ein Vieh, dass es sprechen kann? Melde mich zum Dienst. Merkwürdig. Oh, das Schieben. Gedönse. Nee. Melde mich zum Dienst. Wow. Oh, das finde ich cool. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung. Karten ziehen. Segen der Weisheit. Naxxramas ist unser. Ich darf eine Karte ziehen, danke. Allen Karten, die ich bekommen kann durch ihn hier. Bitte nicht die Spore. Alles nur nicht die Spore. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Auch nicht gerade so viel besser. Auf in die Schlacht, Made! Wenn ihr meint... Oh Mann. Ja, ne? Wer seid ihr? Jo, Alter, 19 Schaden. Ah. Gemein. Für die Gerechtigkeit. Aber was soll man machen? Für den Lichtkönig. Oh Mann. Nichts weiteres?
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also den muss ich wegmachen. Das kann ich machen, indem ich den angreife und den angreife. Oder ich mache es ganz anders. Da der sowieso drauf gehen wird, wenn ich ihn mit der Spore buffen. Mit ihm kann ich nochmal angreifen. Ja. Wobei. Nicht mit mir. Für die Gerechtigkeit. Ich muss ihn gar nicht drauf gehen lassen. Jop, das sollte es gewesen sein. Das war relativ einfach. Gut gespielt. Ihr verschwendet eure Worte. Nee. Aber meine Karten. Jawoll. Das war viel zu einfach. Haha, Schlickspucker, yay! Und Loa-Tap.